Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute soll es mal um Emissionshandel gehen. Also der Handel von Zertifikaten, mit denen man praktisch das Recht bekommt, CO2-Emissionen in die Atmosphäre abzugeben. Dafür haben wir in Europa ein Handelssystem. Das sogenannte EU-ETS steht für EU Emissions Trading System. Das wurde im Jahr 2003 beschlossen und ist seit 2005 in Kraft getreten und ermöglicht es schlussendlich, dass innerhalb der EU plus drei weiteren Staaten, zu denen kommen wir gleich, insgesamt eine gewisse Menge von Zertifikaten, Emissionszertifikaten zur Verfügung stehen. Die werden an Industrieunternehmen und Kraftwerke verteilt. Und wenn man diese Zertifikate dann hat, dann darf man CO2 in die Atmosphäre abgeben, die Emissionen praktisch erzeugen. Wenn man diese Zertifikate nicht hat oder wenn man nicht genügend hat, dann darf man das nicht. Dann müsste man wirklich empfindliche Strafen zahlen. Damit man aber den Mangel, praktisch den Defizit irgendwie noch ausgleichen kann, gibt es eben ein Handelssystem, sodass andere Unternehmen, die viel sparsamer sind, die zum Beispiel auch jede Menge erneuerbare Energien erzeugen und deswegen sogar ein paar Pluspunkte bekommen und einen Überschuss an Zertifikaten haben, dass genau diese dann praktisch ihren Überschuss an uns weitergeben können, sodass wir unser Defizit ausgleichen können. Das ist eben ein Handelssystem, ganz normal. Ja, ein Angebot versus Nachfrage. So, und das Ganze funktioniert eben in diesem ETS-System so, dass also eine Gesamtmenge an Zertifikaten für Europa geschaffen wird. Und dann gibt es pro Land einen Verteilungsplan. Das nennt sich bei uns NAP, Nationaler Allokationsplan, der praktisch zwei Ebenen hat. Die erste Ebene gibt praktisch die Gesamtmenge an Zertifikaten aus. Das sind in Deutschland so 450 Millionen, 500 Millionen Zertifikate. Und dann gibt es die zweite Ebene, mit der dann praktisch die Verteilung strukturiert wird. Also welche Unternehmen bekommen welche Zertifikate und weswegen bekommen sie die? Bisher ist das ja tatsächlich auf den Stromsektor, also Kraftwerke, fossile Kraftwerke, die also Strom produzieren und dabei aber CO2 emittieren, Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke. Und auch die Industrie beschränkt. Also industrielle Prozesse, ein Stahlwerk und was auch immer, wo entsprechend hohe CO2-Emissionen entstehen. Diese Unternehmen brauchen die Zertifikate und die bekommen auch eine bestimmte Anzahl von Zertifikaten erstmal zugeschustert. Dafür gibt es den sogenannten Begriff des Grandfathering, was schlussendlich bedeutet, den Verbrauch, den man bisher hatte und der praktisch für den Betrieb des Unternehmens wirklich notwendig ist. Diese Menge bekommt man teilweise einfach kostenfrei an Zertifikaten zugeschustert. Und für, sagen wir mal, die oberen Spitzen, für das, was man mit einer Modernisierung vielleicht sogar vermeiden könnte, muss man sich jetzt die weiteren Zertifikate kaufen. Was natürlich auch den Steuerungseffekt hat, dass wenn man seine eigenen Anlagen modernisiert und deswegen weniger CO2 emittiert, dann braucht man gar keine weiteren Zertifikate kaufen. Dann spart man sich das praktisch. Das ist der Sinn hinter diesem gesamten ETS-System. Natürlich funktioniert es aber noch nicht wirklich perfekt. Und warum ist das so? Es wurden schlicht und einfach über die EU hinweg viel zu viele Zertifikate ausgestellt. Wir haben seit 2005 drei Handelsperioden. Die erste Periode lief von 2005 bis 2007. Da wurden schlicht und einfach viel zu viele Zertifikate ausgestellt, sodass der Preis relativ schnell von anfangs 25 Euro pro Tonne CO2 auf teilweise 1 Euro pro Tonne CO2 gefallen ist. Und dann ist es einfach kein Steuerungseffekt mehr. Das kann sich jedes dieser großen Unternehmen locker leisten. Also hatten diese Zertifikate praktisch keinerlei Wirkung. In der zweiten Handelsperiode von 2008 bis 2012 wurde die Anzahl der Zertifikate ein bisschen runtergesetzt. Es waren wohl aber immer noch zu viele. Das heißt, die Wirkung oder der Antrieb, CO2 zu vermeiden, war immer noch nicht so stark, dass es wirklich richtig viele Einsparungen gegeben hätte, eben erst so nach und nach. Die dritte Handelsperiode, die läuft jetzt von 2012 bis 2020, also jetzt gerade noch. Da hat man es immer weiter abgeschmelzt und hatte auch einen Mechanismus, dass praktisch pro Jahr ausgehend von ursprünglich 2,1 Milliarden Zertifikaten jedes Jahr 1,7% einfach wegfällt. Diese Zertifikate gibt es nicht mehr. Das heißt, die werden auch nicht mehr vergeben. Das heißt, die dürfen auch nicht mehr emittiert werden, die Mengen, die dahinter stecken.
Und dementsprechend ist die EU gezwungen gewesen, insgesamt die CO2-Emissionen hier runterzufahren, weil es gibt nicht mehr genügend Zertifikate. Jetzt sind wir also im Jahr 2020 bei so in etwa 1,8 Milliarden Zertifikaten, bedeuten ja auch 1,8 Milliarden Tonnen CO2 in diesem Bereich der Stromproduktionskraftwerke und der Industrie. Da ist nicht Wärme dabei, da ist nicht Verkehr dabei bisher. Gleichzeitig wird jetzt ab 2021 der Mechanismus etwas stärker. Das werden nicht nur minus 1,7%, sondern minus 2,2% der Anzahl der Zertifikate. Und dementsprechend eine klare Vorgabe, dass jedes Jahr nach und nach weniger CO2 emittiert werden darf. Es ist nämlich so, dass jedes Unternehmen, was entsprechend in diese Kategorien fällt, sich bei entsprechenden Stellen melden muss. Das ist einerseits in Deutschland die Deutsche Emissionshandelsstelle, die heißt auch direkt noch so, DEHST. Dort muss man sich praktisch melden mit der Menge von CO2-Ausstoß, die man produziert hat. Das wird auch unabhängig geprüft. Und man muss nachweisen, dass man für diese Menge auch die Zertifikate hat. So, dann ist es ausgeglichen, dann hat man die entweder so bekommen oder hat die noch extra eingekauft. Und wenn man die nicht hat, dann gibt es empfindliche Strafen. Diese Deutsche Emissionshandelsstelle kooperiert dabei oder ist praktisch der nationale Stelle des europäischen Registers für den Emissionshandel, das EU-Emissionshandelsregister, nennt man auch manchmal Unionsregister. Da ist praktisch die gesamte Meldung von allen EU-Staaten für alle CO2-Emissionen, für alle Zertifikate. Dort läuft praktisch zentral der Handel der Zertifikate dann schlussendlich auch zusammen. Und an dieser Stelle ist dann eben auch möglich, relativ klar zu sehen, was sind so die Steuerungseffekte? Wie funktioniert das denn tatsächlich? Weil ich habe vorhin erwähnt, der Preis ist mal auf 1 Euro runtergefallen. Dadurch, dass man jetzt die Menge über die Jahre hinweg abgeschmälzt hat, ist der Preis im Jahr 2019 schon mal auf 28 Euro pro Tonne CO2 angestiegen für den Stromsektor und für den Industriesektor. Das ist schon mal okay. Das reicht aber noch lange nicht, wenn wir die Klimaziele in Europa erreichen wollen. Aber es ist schon mal ein Weg. Jetzt kommt ja noch eine weitere Entwicklung dazu. Wir haben seit dem 21. Dezember 2019, also jetzt seit einem guten Monat, in Deutschland ein neues Gesetz, nämlich das Brennstoffemissionshandelsgesetz, was am 20. Dezember in Kraft getreten ist und eine Bepreisung für das CO2 aus dem Wärmesektor und dem Verkehrssektor mitbringt, was dann praktisch ab nächsten Jahr, ab 2021, entsprechend mit diesen Emissionshandelssystemen auch berücksichtigt wird. Das heißt, das EU-ETS wird ab nächsten Jahr für Strom, Industrie, Wärme und Verkehr und damit praktisch umfassend zuständig sein für CO2-Emissionen. Wir müssen aber dabei bedenken, ich sage immer CO2-Emissionen, das sind natürlich noch nicht alle Treibhausgase, da ist Methan zum Beispiel nicht mit drin. Na, also das ist der Weg, mit dem wir das CO2 vermindern können, weil wir entsprechende ja, Verschmutzungsrechte handeln können. Was anderes ist dieses Zertifikat ja nicht. Das ist das Recht, dass ich diese Verschmutzung ausblasen darf in die Atmosphäre. Und wir werden eben sehen, ob der Lenkungseffekt wirklich da ist, ob diese 28 Euro, die vielleicht auch noch weiter steigen werden, entsprechend dafür sorgen, dass die verschiedenen Player hier weniger CO2 emittieren werden. Aber zumindest haben wir jetzt erstmal verstanden, wie das ganze System eigentlich funktioniert. Es wird eben eine gesamte Menge vorgegeben, die über die Jahre hinweg weiter abschmilzt. Und die wird dann über die sogenannten nationalen Allokationspläne an die entsprechenden Unternehmen vergeben, die eben für ihren Betrieb brauchen. Das Ganze bedeutet also schlussendlich, ich kaufe mir ein Recht, eine Verschmutzung, eine CO2-Verschmutzung auszustoßen und habe dann schlussendlich die Möglichkeit, das Ganze dann auch zu machen und keine Strafe zu bekommen. Das ist der ganze Sinn von dem EU-ETS, von dem Emissions Trading System, vom Emissionshandel, den wir in Deutschland und der ganzen EU soweit durchführen. Apropos EU, das ist also für die 28 EU-Länder plus Liechtenstein plus Island plus Norwegen. In diesen Ländern wird dieses System jetzt erstmal soweit angewendet und ist durchaus auch so eine prototypische Variante, die auch mal international so angewendet werden könnte. Da gibt es durchaus Gespräche und Interesse, aber das wird noch ein paar Jahre dauern, ehe sich dieses System hoffentlich auch wirklich durchgesetzt hat, also auch wirklich Wirkung zeigt und dann vielleicht auch international angewendet werden könnte. Soweit zum EU-ETS, zum Emissionshandelssystem. Habt ihr Fragen dazu, dann schreibt die mal unten in die Kommentare.
Ansonsten liked das Video und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Hier werde ich euch nochmal ein Video anzeigen in Richtung CO2 und Emissionen. Und ansonsten, wenn ihr auf der E-Word seid, am 11. bis 13. Februar 2020, kommt vorbei, Halle 4, Stand 619. Da sind wir, Energiewirtschaft einfach, die Online-Akademie für die Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert. Bis zum nächsten Mal.